Ein verstaubtes Zauberbuch voll mit Magie und Hexenkraft. Ein Buch, das Hexen wirklich möglich macht. Lilly, leg los! Hexe Lilly zaubert gerne. Lilly, leg los! Lilly reist durch die Zeit. Auf Abenteuerreisen gehen, das wird toll, ihr werdet sehen. Was wird denn wohl dieses Mal geschehen? Lilly, leg los! Hexe Lilly zaubert gerne. Lilly, leg los! Durch Raum und Zeit. Noch 5 Minuten. Entschuldigung. Geh nach Hause und trink ein Glas Wasser, Lilly. Mhm, mach ich. Wiedersehen, Frau Graf. Kleine Schlückchen. Hast du verstanden? Hallo, mein Schätzchen. Hallo. Hast du Schluck auf? Luft anhalten hilft. Okay. Nur noch 5 Sekunden, Hector. Wieder. Okay, lass uns einfach was anderes ausprobieren. Im Bauch ein Hickser befindet, mach lieber Zauber, dass der Schlucker verschwindet. Das ist Du meine Güte, Hector! Peinlich! Mach, dass es aufhört! Bitte! Ich versuch's! Das war wohl nichts. Lilly? 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 Spielst du? Das ist ein super Mittel, um Schluck aufzuheilen. Und es hat funktioniert. Mit wem redest du? Mit niemandem. Verschwinde, Leon. Hä? Das warst doch nicht du. Na klar war ich das. Wen siehst du denn sonst noch hier? Geh schon. Fertig. Hä? Ich muss jetzt wirklich lernen. Verschwinde! Oh. Das warst nicht du. Das kam aus dem Schrank. Mama, Lilly versteckt jemanden in ihrem Schrank.
Was ist denn hier los? Ich hab Schluck auf und Leon lässt mich nicht lernen. Er behauptet, dass ich jemanden in meinem Kleiderschrank verstecke. Ist schon gut. Ich werde dir Sandwiches machen. Was zu essen hilft immer. Komm, Leon, wir lassen Lilly jetzt in Ruhe. Aber da ist jemand in ihrem Schrank. Ich hab's doch gehört. Das ist sicher das Kitzelmonster. Puh, das war echt knapp. Wir müssen einen Schluck auf loskriegen. Sonst wirst du noch entdeckt, Hector. Na ja, aber deine Mutter hatte doch eine gute Idee. Was zu essen hilft immer. Holst du mir was? Gehst du mal ran? Oh, hallo, Oma. Ja, natürlich. Ich erinnere mich. Dieses Wochenende? Auf keinen Fall. Das ist sehr schön. Danke, Oma. Nett von dir. Bis bald. Oma möchte morgen vorbeikommen. Sie hat für mich und Leon Kissen genäht. Oh je, da muss ich heute noch gründlich sauber machen. Ist das für dein Schrankmonster? Vergiss es, Hector. Wenn sogar das Sandwich nicht geholfen hat, dann bringt das auch nichts. Du versuchst es seit einer halben Stunde. Aber deine Großmutter wird mich entdecken. Sie ist doch so neugierig. Und dieses Mal wird sie ganz besonders lange nach einem ganz besonderen Platz für unsere neuen Kissen suchen. Ah, ich habe eine Idee. Komm mit, Hector. In extremen Fällen kann es chronisch werden. Der längste bekannte Schluckauf dauerte fast 70 Jahre. 70 Jahre? Oh. Und? Ist er schon weg? Nein. Ich guck gerade im Internet, ob ich was finde. Ach, Süße, er wird sicher bald aufhören. Wir öffnen in 10 Minuten. Lässt du mich jetzt bitte an den Computer? Aber ich muss doch was dagegen finden. Naja, wir sind ja in einem Buchladen. Wenn dich Medizin interessiert, haben wir jede Menge Bücher darüber. Im Internet findest du nicht auf alles eine Antwort. Das weiß ich doch. Aber ich brauche so schnell wie möglich eine Lösung. Das wäre vielleicht was. Wenn du dir solche Sorgen machst, lies etwas von Konstantin, dem Afrikaner. Oh, Konstantin war Mediziner im Altertum. Und was er praktizierte, war seinerzeit so weit voraus, dass man ihn sogar der Hexerei bezichtigte. Er beschäftigte sich mit Drachen und anderen Kreaturen. Ja, das könnte helfen. Solchen wie in Lillys Schrank? Ja, Schätzchen, wahrscheinlich. Dieses Fläschchen stammt noch aus der Schule von Salerno. Darauf bin ich sehr stolz. Wow, darf ich mir das mal kurz ausleihen? Naja, warum nicht? Das kommt aus ihrer Tasche. Das war ich. Ich trinke mal einen Schluck. Sei vorsichtig. Da steht leider nicht drin, wie er es gemacht hat. Nur, dass er es konnte. Au. Oh, weia. Ich kann nicht mal mehr was essen. So geht's nicht weiter. Wir müssen nach Salerno und Konstantin persönlich fragen. Wenn das so weitergeht, werde ich verhungern. So schnell verhungert man nicht, mein lieber Hector. Aber ich bin schon ganz schwach. Und wenn er Zauberei anwenden will? Von Experimenten habe ich nämlich für heute die Nase voll. Ich verspreche dir, dass er das nicht tun wird, Hector. Aber wenn dein Schluckauf noch da ist, wenn Oma kommt und sie dich dann findet, dann sind wir komplett aufgeflogen. Durch die Länder, durch die Zeiten, nur von Herzen lass dich leiten. Finde einen neuen Ort, 1000 Jahre und Meilen fort. Thank you.
ist ja echt beeindruckend. Lass uns diesen Konstantin suchen. Oh, Entschuldigung. Wir suchen Dr. Konstantin, den Afrikaner. Es ist ein Notfall. Um was für einen Notfall handelt es sich denn? Ich muss das wissen, sonst wird er dich nicht sehen wollen. Sein Schluckauf geht nicht weg. Wir haben alles versucht. Sehr interessant. Ausgesprochen interessant. Ich weiß genau, was man da machen muss. Vielleicht den Blasenabschneider. Den Schädelbrecher auf alle Fälle. Und ja, wo ist denn meine Knochensäge? Und wann wird Dr. Konstantin kommen? Oh, das ist ein ganz einfacher Eingriff. Dafür müssen wir den Meister nicht belästigen. Und ich werde der erste Mensch sein, der einen Drachen operiert hat. Operieren? Hat er gerade operieren gesagt? Was? Nichts. Nur ein oder zwei kleine Schnitte. Du musst dir keine Sorgen machen. Wer weiß, was wir noch alles finden werden. Das wird mich sehr berühmt machen. Aber wir wollen doch nur, dass dein Schlucker aufhört. Oh ja, genau das habe ich auch vor. Und glaub mir, er wird nie wieder Schluck aufhaben. Für diese Haut brauche ich ein schärferes Messer. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich ein Experte für Schluckauf ist, weil ich nämlich ein ganz seltsames Gefühl habe. Geht mir genauso. Wir müssen hier ganz schnell verschwinden. Hey, was machst du denn da? Komm zurück. Es wird nicht wehtun, versprochen. Es ist ein Notfall. Mein Drache hat Schluckauf. Gut, wenn ihr meine Hilfe nicht schätzt, wünsche ich euch alles Gute. Konstantin braucht seine Instrumente. Beeil dich. Oh, ja, Schwester. Wir werden diesen Konstantin schon noch treffen. Und wenn er genauso böse ist wie der da? Wir sollten nach Hause springen und es nochmal mit der Sandwich-Methode probieren. Danke, Hausmeister. Was hat er denn? Ich glaube, er ist einfach nur hungrig. Er hat kaum was gegessen, seitdem er das hat. Das scheint eine unangenehme Variante des synchronen Zwerchfellflatterns zu sein. Schluck auf. Können Sie uns helfen? Mal sehen. Vielleicht hilft das. Das ist Lava vom Vesuv. Lava vom Vesuv? Ja, das ist ein Vulkan ganz hier in der Nähe. Und ich glaube, dass seine Dämpfe deinen kleinen Drachen heilen können. Du musst auf den Vulkan hinauf und einmal rund um den Rand herumgehen. Dabei atmest du einfach immer ganz tief ein und aus. Oh, Hector! Das ist die Rettung. Diese Dämpfe sind allerdings nur für Drachen heilsam. Für Menschen sind sie sehr gefährlich. Oh, ich verstehe. Aber ich bleib bei dir. Gehen wir. Das ist ein Gegenmittel. Solltest du müde werden, dann nimm es sofort ein und mach dich auf den Weg nach unten. Der Vesuv ist nicht weit weg. Ich kann euch zeigen, wie ihr dahin kommt. Die Reise dauert ungefähr 2 bis 3 Tage, wenn ihr... Wir finden es schon allein. Könnte ich bitte davon ein Stück haben? Natürlich. Danke. Viel Erfolg. Danke, Wiedersehen. Hier ist es. Großartig.
Das stinkt. Du musst allein weiter. Ich warte auf dich. Das war aber knapp. Sei vorsichtig, Hector. Funktioniert! Lili! Du musst hier weg! Ich beeil mich! Ich schaff das schon! Beende deine Runde! Gesagt hat. Lass uns nach Hause springen. Ich habe einen Bärenhunger. Oh, es hat doch nicht funktioniert. Los, du musst nochmal um den Vulkan gehen. Vielleicht musst du dabei noch viel tiefer einatmen. Wenn dein Schluckauf nicht verschwindet, dann können wir nicht zurück. Das ist zu gefährlich. Wir haben alles versucht. Unsere Reise war vergeblich. Wir müssen uns trennen, sonst werde ich entdeckt. Leb wohl, Lili. Bitte nicht, Hector. Vielleicht denkst du ja mal an mich. Ich werde immer an dich denken. Warte, mir ist da gerade was eingefallen. Meine Oma hat mal gesagt, wenn du einen Schluckauf hast, dann denkt jemand an dich. Wer könnte das sein, Hector? Denk nach! Oh. Wer könnte an mich denken? Ah! Quasseldutt! Stieftante Quasseldutt! Deine Stieftante Quasseldutt? Ja, Quasseldutt! Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Quasseldutt? Quasseldutt? Da! Da ist sie ja! Quasseldutt! Na dann los! Wir besuchen sie einfach! Hecki! Oh, Hecki! Tante Quasseldutt! Ich hab an dich gedacht! Hallo! Tante Quasseldutt. Ich glaub's nicht, wie groß du geworden bist. Ja. Aber du fällst ja fast vom Fleisch. Hallo. du hast Nachtisch mitgebracht. Das ist ausgesprochen reizend. Nein, das ist kein Nachtisch. Das ist meine Freundin Lili. Ach, was für ein Jammer. Ich bin nämlich ein kleines Naschkätzchen. Hallo, Lili. Oh, mein Schluckauf. Er ist weg. Du hattest recht, Lili. Ach,
Du musst mich sehr vermisst haben, wenn du so oft an mich gedacht hast. Naja, du weißt ja, wir Drachen sind Einzelgänger. Ich hab oft an dich gedacht, weil ich etwas für dich habe. Das hier. 75 Jahre habe ich für meinen kleinen Hecki daran gestrickt. Aha, super. Ein herzliches Drachendanke. Freut mich, dass er dir gefällt. Entschuldigt mich bitte, ich muss jetzt was essen. Das da? Leckere Innereien. Delikat gewürzt mit Petersilie. Wollt ihr was abhaben? Nein. Das hast du dir verdient, Tantchen. Familie. Familie ist so wichtig. Lass uns lieber gehen. Sie wird manchmal unberechenbar, wenn sie isst. Na dann noch. Guten Appetit. Wiedersehen, Tantchen. Wiedersehen, Hecki. Mach's gut, Tantchen. Bis dann. Hecki? Ja, na und? Danke für das Kissen, Oma. Es ist wunderschön. Oh, gern geschehen, Kinder. Dankeschön. Die sind wirklich hervorragend. Und ich hatte das Gefühl, du wolltest gar nicht, dass ich komme. Wie konnte ich nur so dumm sein? Oh, du bist ja so dünn, Lilly. Isst du denn auch genug? Du musst besser auf dich aufpassen. Ja, Oma, das mache ich. Und jetzt, Lilly, suchen wir ein schönes Plätzchen für dein neues Kissen. Da, der perfekte Platz. Und dieses schmutzige Kerlchen gehört sofort in die Waschmaschine. Okay. Gib ihn mir, ich mach das schon. In Ordnung. Oma, können wir jetzt einen Platz für mein Kissen suchen? Ja, mein Schätzchen. Ich komm ja schon. Nicht so hastig, du kleiner Vielfraß. Lilly? War nur ein Spaß. Ha, 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 ha,